Büchner? Büchner, beschreibt in seiner Erzählung Lenz anhand von Aufzeichnungen des Pfarrers Oberlin, bei dem Lenz gekommen war. Lenz beschreibt Büchner. Er beschreibt Lenz als jemanden, der zweifellos geniale, infantile, schizophrene Züge hat. Das ist eine frühe Bestandsaufnahme der Krankheit Schizophrenie. Meine Sicht auf Lenz ist natürlich auf das idealische schillersche Prägung.